Für unser Land hängt in den nächsten Jahren viel davon ab, dass wir uns diesen positiven Geist des Miteinanders bewahren. So verdeutlichte der Landesvorsitzende Matthias Platzeck zum Auftakt des diesjährigen Landesparteitags der SPD Brandenburg in Luckenwalde das Ziel der Arbeit der SPD in unserem Land. Mit dem Leitantrag Brandenburg 2030 zeigt die Landes-SPD, dass sie auch für die nächsten Jahrzehnte Konzepte hat, um das Land weiter voranzubringen. Matthias Platzeck hob dabei hervor: Und was vielleicht am wichtigsten ist, unter der Überschrift Brandenburg 2030 Perspektiven gemeinsam entwickeln, haben wir unsere Zukunftsperspektiven wirklich gemeinsam entwickelt. Gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, gemeinsam mit Experten und Wissenschaftlern, gemeinsam mit Frauen und Männern aus Wirtschaft, Betriebsräten, Gewerkschaften, Kirchen, gemeinsam mit Bürgermeistern, Kommunalvertretern, mit Pädagogen, Lehrern, Erzieherinnen, Sozialarbeitern, vielen, vielen ehrenamtlich Engagierten in Verbänden und Vereinen. Gemeinsam mit allen die Verantwortung übernehmen und wie wir darüber nachdenken, wie wir die Dinge noch besser machen können, damit Brandenburg noch lebenswerter, noch zukunftsfähiger, noch wetterfester wird. Mit Blick auf den Wahlmarathon der kommenden 2 Jahre entstünden daraus klare Zielvorgaben für die Brandenburger Sozialdemokraten. Wir in Brandenburg halten zusammen. Wir arbeiten zusammen, weil wir alle davon am Ende viel mehr haben als von engherzigem Egoismus. Also erstens Bildung, zweitens Vorsorge, drittens gute Arbeit und viertens ein Brandenburg für alle in allen Regionen. Das sind eingedampft und zusammengefasst die Antworten, die ich aus Brandenburg 2030 entnehme. 4 klare Punkte. Bildung, Vorsorge, gute Arbeit, ein Brandenburg für alle. Genossinnen und Genossen, dafür stehen wir, das sind wir, das ist die Brandenburger Sozialdemokratie und das wird sie auch in den nächsten Jahren bleiben und dafür werden uns Menschen auch wählen, da bin ich mir ganz sicher. Matthias Platzeck wurde anschließend mit 93,5% im Amt des Landesvorsitzenden der SPD Brandenburg bestätigt.